Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen zurück in der Kukha-Höhle. Und ja, da suche ich erstmal das Löchchen. Das Löchchen gibt es das Wort überhaupt? Das Loch, da ist es sogar. Das ich letztes Mal gesehen habe und natürlich sofort dran gedacht habe. Ich finde das immer noch zum Lachen. Am Ende des Parts. Nein, da war ein Loch. Verdammt. Ja, wir sind immer noch mit Elise, Elvin, Tipo, Muzet, Musi, Muzet, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dieser Strich bei diesem E bedeutet oder wie man das ausspricht. Das ist bei Pokémon auch so. Da ist ein Strich über den E, aber keine Ahnung, wieso, das spricht man noch nicht anders aus, oder? Egal. Apropos Pokémon. Die neuen Editionen sind draußen. Yay! Ja, und ich freue mich. Ich würde ja auch aufnehmen hier Pokémon X oder Y. Aber ich habe nicht so ein Aufnahmegerät, Mann. Jawohl. Ja, wenn ich so ein Aufnahmegerät hätte, dann würde ich auch direkt ein paar 3DS Let's Plays machen. Vor allem über das Spiel, was ich gerade spiele, Schwein oder C4. Das Spiel ist so verkackt schwer. Oh. Ich krieg die ganze Zeit schon bei normalen Kämpfen eins aufs Maul. Dagegen ist das Spiel ja gar nichts. Aber ich glaube, da hätte ich auch nicht Bock, jedes Mal aufzunehmen. Das drückt schon ein bisschen an die Motivation. Ja, genau. Ja, okay, weiter. Bisschen gesummt von meinen. Also. Sure, this is the right way. What are you asking me for? What do you think, Elise? I'm just following Jude. Well, which way do you think we should go? Like you'd really trust any of my suggestions. You got that right, you lying liar. Yeah, what the spud said. Also irgendwie hat keiner eine Ahnung, wo es lang geht. Aber wer bist du denn? Oh, Aqua Dragons. What a menacing display. Der könnte uns töten. Oh Gott. Ja, zwei verschiedene. Wasserdrache 1, Wasserdrache 2. Schwäche gegen Feuer, okay, kann ich mir schon nehmen. Tipo, buy us some time. Go get eaten or something. Man hat etwas Zeit, Tipo. Okay, lass mich ran, wir kriegen von eins aufs Maul. Warte, greif doch an. Was war das denn? Mann, wieso werde ich denn so von den Angriffen dann? Oh. Na, warte. Jo. Geil. Schön, da muss jetzt sein. Und nein, geh weg von Elise. Die können sich verbinden. Willst du. Willst du mich verarscht? Die können sich verbinden? Aua, aua. Mann. Oh Gott, wir sind gleich tot. Oh gut. Elise, komm du mal her. Ich möchte diese verbundene Heilart einsetzen. Mann! Hör auf damit! Oh! Liegt die. Oh, jetzt nicht werfen. Lag ihm besoffen echt am Boden. Oh gut. Da wollte ich eigentlich nicht einsetzen. Alvin. Oh. Okay, dann mache ich das eben. Jo. Ah. Au. Ist gut, ist gut. Oh, die geben uns aber auch richtig. Ich habe keine TP mehr. Ist klar. Oh, aua. Ja. Wie helft mir? Wir brauchen die Hilfe. Da habe ich mich daran verhört. Und ich bin nicht mit. Oh. Mann.
Warte mal, ich brauche Jude. Oh, Elvin als Partner, weil er blockt die ganze Zeit. Und wir kriegen ja voll aufs Maul. Oh gut. Zack und Mondkau. Davon folgt noch viel mehr. Oh Gott, Elise. Gönn dir mal was. Dabei war jetzt der Richtige, ja. Oh Gott, der eine. Wenn ich jetzt wüsste. Verdammt. Ja, verdammt, ich hätte meine Mystik an einsetzen können. Mann, bin ich behämmert. Hilf mir mal. Nein. 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 So, gut. Ja, jetzt bist du auch mit immer am... Aua. Bin ich doch schon, Mann. Ich bin die ganze Zeit abwehren, Elvin. Wie schon... Boah, kann ich jetzt nicht gebrauchen. Oh. Ja, ich sollte vielleicht mal öfter... Ding jetzt ein. Jawohl. Du bist doch betäubt, das sehe ich gerade erst jetzt. Und zack. Oh, Chaos. Aha. Doink. Aua. Nein, nicht auf Elise. Ich glaube, Spinne. Aha. Ah. Verdammt. Verdammter Dreck. Ich habe keine Tränke des Lebens. Okay, was machst du die ganze Zeit mit Elise? Du hältst sie ja die ganze Zeit vom Heilen ab, verdammt. Gut gemacht, Elise. Nein, keine vermundene Art. Boah, ich war sicher. Hilf mir meiner, Elvin. Und zack. Dämonenchaos. Weil ich keine Ahnung habe, wie lange wir noch einsetzen könnten, der verbunden wird. Aber. Treff den nicht. Verdammt. Nein, nicht schon wieder. Der Kampf läuft irgendwie nicht so gut. Zack. Na, jetzt habe ich die. Irgendwie halten die ganze Zeit diese vom Heilen ab. Ich höre die ganze Zeit nur, wie sie sagt, don't worry. Und ich sollte vielleicht mal hier bei Dingens gucken. Bei Autoobjekt. Bin auch ein bisschen behämmert, ne? Ist gut. Gut, dass mir jetzt einfällt. Aua, ah. So. So, ein haben wir. Verdammt, man muss ich noch mal drücken. Verdammt. Oh, nee. Ich hatte es doch. Warte, jetzt habe ich die aber. Und ich habe keine TP mehr. Aua. Machen wir mal. Wir haben nur noch welche. Warum setzt ihr ihn nicht ein? Irgendwie wollte nicht die Items einsetzen. Okay, meinetwegen. Aua. Dann nehme ich hier. Aber. Lass du noch 6000. Vor allem mit dem Wasser angefangen, habe ich dich kaputt gehauen, ist klar. Oh, was zum. Ah. Ich habe keine TP. Warum setzt ihr nicht eure Dinge ein?
Audio-Objekt. Ich gebe euch die Erlaubnis, Dinger einzusetzen. Oh Gott. Also ich habe keine TP, Mann. Ich habe die ganze Zeit keine TP. Oh geil, danke. So, geh kaputt. Would you kindly die? Ja. Du kannst auch ruhig was anderes einsetzen. Danke. Zu seiner Verteidigung. Es ist Tipo. Ah, ja, ja. Reza, Maxi und Jude, this is no place to space out. Oh, sorry. Don't sweat it, kid. No skin off our teeth. Just thinking about Zhao. Why did he give his life to protect me? Maybe because he cared about you. I don't know. You don't think so? I think. You don't want to talk about it? I still need time to think about it. Okay, sorry I can't be of much help. Maybe Mila or Rowan can figure it out. I'm sorry too. Don't worry about it. Let's keep pushing forward. Was ist jetzt schon wieder, Elvin? Ernsthaft? Was sollen diese ganzen Blicke allein? Eisschmelzer, die Wasserdrachen. Those Aqua Dragons sure weren't shy about coming after us. They must have been half starved or something. I bet there's not much to eat in this spirit climb. It was probably my fault. I fought them before we all met. You fought the Aqua Dragons by yourself? I had to. They were trying to eat me. I was so scared. Oh, are Aqua Dragons drawn to garish trinkets? Tipo isn't a trinket. As you say. I suppose it does appear to be somewhat edible and looks quite tasty, in fact. No, don't eat me. Okay. Gehen wir einfach mal zum Aufleveln rüber und lassen das im Raum stehen. Und nein, ich will Tipo auch nicht essen. Meine Grenze aber scheiße, wenn keine TP verbraucht. Maximal TP, dunkle Aura. Ja, muss ich so oder so, also meinetwegen. Dann nehmen wir doch das. Dann nehmen wir noch FP. Weil wir es können. Und TP. Dann rüsten wir noch mal ein paar FP aus. Geist, ja, meinetwegen. Und Wasserschutz. Das hätte ich gebrauchen können, danke. Ja, und dann versuche ich mal herauszufinden, was es mit diesen verdammten Dingern hier auf sich hat. Ist neu. Ja, warum haben die nicht eingesetzt? Na gut, dann würde ich aber sagen, das war's dann für diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss.